Ein herzliches Willkommen zu den Anime News, unser Format für News in Sachen Anime und Manga. Ich bin euer Starkev, Joghurt ist nicht so gut wie Pudding und ich stelle euch heute die News vor. Wenn KSM halt keinen Bock hat, noch mehr Elfenlied Blu-rays auf Deutsch rauszubringen, machen's die Franzosen eben. Die französische Version der Elfenlied Blu-rays kosten 55,99 und bieten neben Französisch und Japanisch auch die deutsche 5.1 Synchronisation sowie deutsche Untertitel. Noch mehr Love ist in die Air bei der zweiten Staffel von Nisekoi, denn diese bringt auch die liebliche Fu hinzu. RTLs YouTube Clipfish, nur dass es keiner benutzt, stockt weiter auf. Zwei weitere Anime bestücken das schon ziemlich nette und kostenlose Anime-Angebot von Clipfish. Fullmetal Alchemist Brotherhood, da wo nur die ersten 4 Folgen, und Clannad, wobei bisher nur die ersten 6 Folgen dort erschienen sind, der Rest folgt jedoch noch. Das brutale Schnetzel-Franchise Corpse Party feiert schon zahlreiche Videospiele und auch ein Anime. Nun aber soll auch ein Live-Action-Film folgen. Was das wird, werden Japaner im Sommer diesen Jahres sehen und wir durch illegale Aktivitäten sicherlich auch. Der von KSM lizenzierte und unheimlich coole Anime Noragami erscheint schon am 19. Oktober auf Blu-ray und DVD. Das Götterabenteuer von Yato wird auf 2 Volumes mit jeweils 6 Folgen aufgeteilt. Das erste Volume, wie gesagt, am 19. Oktober und das zweite folgt bereits am 7. Dezember. Das war's mit dieser Folge der Anime News. Wartet gespannt auf neue Nachrichten.